Dann mache ich tatsächlich eine extrem kurze Einführung für das jetzt folgende Gespräch mit Dr. Florian Heinemann. Bei dem fällt es mir wirklich ein bisschen schwer, ihn vorzustellen, denn seit Jahren sehr prominent in der Szene vertreten. Einer der Männer, die diese Themen, über die wir im Rahmen der D3Con sprechen, immer an vorderster Front vorangetrieben hat. Aktuell bei Project A engagiert, mit Zalando-Vergangenheit und so weiter, aber über den Mann findet man vieles im Netz. Deswegen freue ich mich jetzt einfach direkt aufs Gespräch, das übrigens in keiner Form vorbereitet wurde. Sie werden jetzt also, ihr werdet live verfolgen können, was wir da rausholen. Okay. Danke dir. Sprechen wir oder machen wir, Sie hatten einen Vortrag eigentlich vorbereitet? Ja, okay. Rein. Ja, okay. Ja, auch nochmal von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, Uli, oder irgendwelche Anmerkungen, einfach dazwischen funken. Ich bin da relativ schmerzfrei. Vielleicht einmal zu dem Thema, wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Das ist ja, bin ich nicht der Einzige offensichtlich auf der D3Con, der gerade sich zu dem Thema Gedanken macht. Und man muss fairerweise sagen, woher kam das oder wie ist eigentlich dieses Thema in den Vordergrund gerückt? Weil Uli hat recht, ich beschäftige mich jetzt schon ein paar Jahre mit dem Thema RTA und mein ursprünglicher Gedanke war eigentlich, Mensch, ganz hervorragend, das ist eigentlich das Beste, was Performance-Marketing passieren kann, weil letztendlich wird dann Display genauso funktionieren wie SEA, also sehr systematisch, sehr skalierbar und letztendlich, wenn man da einen richtigen Ansatz findet, ist es kein Problem, da mehr und mehr Traffic einzukaufen. Und das war eine fundamentale Fehleinschätzung meinerseits. Man muss sagen, RTA im Display-Bereich zu skalieren, ist schwerer als das gedacht ist. Also ich rede jetzt insbesondere jenseits vom Retargeting. Ne? Weil es sind mal viele Produkte, die man heute sieht, die skalierbar sind, ob das jetzt ein Criteo ist, ein Rocket Fuel, Socialmantic und so weiter, sind eigentlich alles Produkte oder Ansätze, die einen relativ hohen Retargeting-Anteil haben, die das dann skalierbar machen. Unsere Feststellung ist eigentlich die, es gibt Projekte, die durchaus auch im Performance-Bereich über RTA skalieren, aber es ist viel, viel schwerer, das systematisch hinzubekommen. Große Ausnahme, und ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, der dann in den letzten 3-4 Jahren auch mit entstanden ist, Google und Facebook, ganz klar. Und es werden sicherlich weitere Plattformen kommen, Pinterest, die halt über die Datentiefe verfügen, dass Realtime-Advertising skalierbar ist. Aber der ursprüngliche Gedanke zu sagen, ich buche auf irgendwelchen Plattformen, United Internet und so weiter, über RTA und dann wird das auf einmal skalierbar, das ist zumindest etwas, was wir in dem Maße nicht feststellen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man damit? Zum einen sehen wir zumindest, dass relativ viele von den Tool-Anbietern, die sich hier erfolgreich positioniert haben, eigentlich Leute sind, die Richtung Branding, Advertising oder Premium Advertising unterwegs sind. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, hilft aber natürlich dem Performance Advertiser nicht weiter. Und ein zweites Thema, was wir eben sehen, ist, durch die Möglichkeiten, die RTA bietet, kann man eben auch Bestandskunden sehr, sehr gut ansprechen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was man sich mal genau anschauen sollte und das will ich in den nächsten paar Minuten tun. Was aus meiner Sicht eben einer der Ansätze ist, die in jedem Fall skalierbar sind. Und was eigentlich ganz spannend ist, Facebook ist letztendlich, zeigt einem den Weg in der Hinsicht. Weil Facebook Custom Audience, haben wir gerade gesehen, datenschutzrechtlich in Deutschland immer noch umstritten, halte ich inhaltlich für nicht gerechtfertigt, weil ich denke, dass wenn ein Kunde bereit ist, dass er digital angesprochen werden soll, ob das per E-Mail ist oder über Facebook Custom Audience, ist letztendlich egal. Für mich zählt eigentlich der Wille, will ein Kunde von einem Unternehmen oder ist er bereit, von einem Kunden, von einem Unternehmen, von einem Advertiser digital angesprochen zu werden. Ob das jetzt per E-Mail passiert, im Banner oder auf Facebook, das ist eigentlich egal, solange es die Möglichkeit gibt, dass er ein Opt-out wählen kann. So, und aus meiner Sicht weist Facebook hier ganz klar den Weg mit Custom Audience. Also jeder, der das hier probiert, wird sehen, das funktioniert sehr, sehr gut und auf Basis dessen gibt es noch eine Reihe von Erweiterungsmöglichkeiten. Und deswegen finde ich eigentlich, das ist ein sehr spannendes Thema, wo man RTA auch mit Performance nutzen kann. Wie kommt die Überlegung? Und ich glaube, das ist für mich nochmal eine ganz klare Feststellung, ist ja gerade auch schon in dem Panel angeklungen. Letztendlich drehen wir uns ja seit 4-5 Jahren eigentlich um das gleiche Thema. Ich habe gestern nochmal an den Otto-Film denken müssen, die Älteren unter euch erinnern sich, 1985, Otto der Film, und da waren sie wieder meine drei Probleme. Ja? Und das ist letztendlich auch hier noch der Fall. Es gibt eigentlich zu wenig Daten, schlechte Daten, zu teure Daten
und zu komplexer Datenzugang und Nutzung. Daran hat sich eigentlich nicht viel getan für Performance Advertiser. Die einzigen, die daran wirklich was geändert haben in den letzten 4-5 Jahren, und das ist wieder mal beeindruckend, sind Google, Facebook, zunehmend wird ja auch Amazon in den Markt kommen, mit Sicherheit Alibaba. Und ich habe das mal genannt, das sind die High-Deep-Reach-Login-Plattformen, weil es letztendlich diejenigen sind, die eine hohe Reichweite mit einer hohen Datentiefe verbinden und gleichzeitig mit einer hohen Login-Frequenz. Wieso ist die Login-Frequenz so wichtig? Weil mit Cross-Device, ist gerade schon angeklungen, die Nutzeridentifikation über Cookies natürlich zunehmend irrelevanter oder fehlerbehafteter wird. Deswegen ist die Login-Frequenz eine der absoluten Kernkennziffern für Datenqualität. Und wenn man mal schaut, letztendlich führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass die Bedeutung dieser High-Deep-Reach-Login-Plattform in Zukunft zunehmen wird. Die Frage ist, wie schnell geht das und so weiter, aber dass das noch weiter zunehmen wird, steht völlig außer Frage. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man da als Advertiser, wenn man so eine Situation vor sich hat? Erstmal kann man sagen, für einen Advertiser, ist ja eigentlich schön, habe ich weniger Plattformen, auf denen ich irgendwie Werbung machen muss und es ist nicht mehr so nervig, mit verschiedensten Publishern zu interagieren, weil letztendlich kann ich alles über 3-4 Plattformen buchen. Kurzfristig ist das richtig, mittelfristig führt das natürlich zu einer Verschlechterung der eigenen Position, weil wann ist meine Advertiser-Position eine gute? Wenn ich Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Advertisern habe durch Informationsvorsprung. Und in einer sehr intransparenten Display-Welt war das relativ einfach herzustellen, weil ich durch Einkaufspreise, durch Kontakte und so weiter mir quasi einen Wettbewerbsvorteil verschaffen konnte. Mit immer weniger Plattformen, die ein sehr, sehr hohes Interesse an Transparenz haben, Google, Facebook etc., haben alle ja ein sehr, sehr hohes Interesse an Transparenz, wird es immer schwieriger für mich als Advertiser, eine Differenzierung zu erzielen. Und das ist eigentlich die logische Konsequenz daraus, ist eigentlich, dass ich meine CRM-Daten, die ja für mich einen Informationsvorsprung gegenüber anderen sind, dass ich die halt anfange stärker zu nutzen. Und das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, zumindest mal für mich gewesen in den letzten 2-3 Jahren, sagen, es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, Bestandskundendaten in alle Werbeaktivitäten einfließen zu lassen. Und mit solchen Sachen wie Facebook, Custom Audience und der immer stärkeren Zunahme von App-Nutzung habe ich auf einmal die Möglichkeit, Leuten nicht mehr nur E-Mails zu schicken, sondern ich kann über verschiedenste Wege Bestandskunden auf Basis meiner eigenen Daten anschreiben. Und das ist eine ganz wesentliche Entwicklung aus meiner Sicht, die so ein bisschen die Machtverschiebung hin zu Amazon, Facebook etc. aus Sicht eines Advertisers zumindest mal ein bisschen abmildert. Und das ist für mich eine der Kernerkenntnisse, wenn ich als Advertiser in Zukunft erfolgreich sein will oder erfolgreicher als die Konkurrenz, führt auf jeden Fall der Weg über die intelligente Nutzung von Bestandskundendaten. Und das ist letztendlich für mich der Ausgangspunkt der Überlegung gewesen, um zu sagen, okay, da muss man eigentlich ran. Das heißt, wenn man daran glaubt, führt eigentlich einer stärkeren Nutzung von Bestandskundendaten, führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Die Frage ist natürlich, was heißt das für Publisher? Das ist auch eine interessante Frage, weil die Machtposition von Publishern wird sich auf jeden Fall verschlechtern. Das heißt also, das, was jetzt zum Beispiel auch ein Daniel Neuhaus hier versucht mit einer Datenaggregations-Alliance, ist eigentlich der einzige Weg, wie Publisher versuchen können, ihre Machterosion aufzuhalten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine begrüßenswerte Initiative und die andere ist letztendlich die Konzentration auf Reichweitengenerierung, um weiterhin eine gewisse Relevanz zu haben. Und ich glaube, die schwierigste Position in diesem ganzen Spiel haben die Mediaagenturen. Das ist, glaube ich, auch klar, weil natürlich Mediaagenturen bisher davon gelebt haben, in einem sehr intransparenten, schwierigen, fragmentierten Markt quasi Guidance für den Kunden darzustellen. Und wenn der Advertiser eigentlich über 3-4 Plattformen alles buchen kann, was er braucht, dann ist natürlich die Rolle der Mediaagentur zwangsläufig erodiert ebenfalls. Das heißt, auch Mediaagenturen müssen sich natürlich Gedanken machen, was sind weitere Wertschöpfungsstufen neben der reinen Mediaschaltung, die sie erschließen können. Und das sind eigentlich ganz spannende Herausforderungen, die eigentlich alle daraus resultieren. Wenn man jetzt mal schaut, wieso ist RTA-CRM eigentlich so relevant? Und ich glaube, eine Sache ist immer ganz wichtig, wenn man das definiert. Jeder von euch kennt Retargeting und das ist ja letztendlich, man nimmt ein Behavior eines Nutzers als Trigger und zeigt darauf ein Werbemittel, was genau auf dieses Behavior eingegangen ist. Das ist Retargeting, was im Prinzip letztendlich schon auf der Vorstufe zum CRM ist. Und CRM wäre jetzt zu sagen, ich weiß, ein Kunde hat für 4 oder 8 Wochen mal das und das gekauft und jetzt zeige ich ihm auf einmal ein Werbemittel, was passende Produkte zu diesem Kauf anzeigt. Aber unabhängig von dem ursprünglichen Behavior, was man mal hatte, sondern wirklich auf Basis von einer ganz klassischen CRM-Kundendateneinteilung.
Und was wir eben sehen, wenn man jetzt mal das Chart sich anschaut, ist der Versuch, hier einmal die User Journey abzutragen, also vom, ich habe Kontakt mit dem Neunutzer, dann interagiert mein User oder der User idealerweise mit einer App von mir oder mit irgendeiner Applikation von mir, ob das eine Website ist, eine App ist, ist eigentlich egal. Dann tut er irgendwas, also initialer Kauf, und hoffentlich tut er das dann auch mal, also Wiederholungskauf, also einfach den kompletten Lebenszyklus eines Kunden. Und wenn man mal schaut, die Systematisierbarkeit für RTA ist eigentlich am höchsten im Bereich Retargeting, weil ich da einen klaren Trigger habe. Der Nutzer hat sich irgendwas angeguckt, irgendein Produkt, und dann legt er das im Warenkorb oder auch nicht, aber ich weiß zumindest, man hat Interesse für ein konkretes Produkt, dann zeige ich ihm das auf dem Werbemittel an. Und das ist ja genau das, was er mit Kriterien macht, Social Mantic macht und so weiter. Sehr, sehr stark schon systematisiert, realisiert. Im Bereich Audience Targeting, das wäre sozusagen die Vorstufe, wo man schaut, okay, Nutzer müssten eigentlich meiner Zielgruppe angehören. Da greift ja im Prinzip genau das, was ich vorhin beschrieben habe, nicht so einfach zu skalieren, nicht so einfach zu systematisieren, weil die Erkenntnis zeigt schon, außer Search Referrern gibt es eigentlich wenige Datenpunkte oder wenige Input-Daten, die wirklich gut vorhersagen, ob ein Kunde konvertiert oder nicht. Ist jetzt nicht besonders erstaunlich, aber sehr, sehr schwer zu ändern, und deswegen sieht man eigentlich wenig Plattformen, die sich auf Neukundenakquise im RTA-Bereich konzentrieren, die wirklich skalieren. Und alle, die das behaupten, sind eigentlich immer Leute, die gewisse Retargeting-Anteile in ihr Produkt untermischen und darüber eine Performance herstellen. Ich habe bisher jetzt eigentlich wenige Leute gesehen, die wirklich sagen können, ich habe hier 100 Kunden und bei 90 funktioniert Neukundenakquise auf Performance-Basis im Bereich RTA. Ja? Und ein Kriterium und ein Social Mantic können das von sich behaupten. So, und wenn man jetzt mal schaut, was eigentlich noch gar nicht genutzt wird oder sehr, sehr wenig genutzt wird, ist das, was eigentlich nach dem Retargeting und nach dem initialen Kauf passiert. Das heißt, dass man Bestandskunden über Realtime-Advertising anspricht. Und deswegen ist das der rechte Pfeil, der eigentlich anzeigt, das wäre eigentlich die natürliche Position von RTA, CRM, weil strukturell weiß ich über den Kunden ja noch mehr als über meinen Retargeting-Kunden. Der hat was gekauft, ich kann ihn eigentlich hervorragend ansprechen. Das heißt, die gleiche Logik, die bisher eigentlich im Bereich E-Mail genutzt wird, kann eigentlich auch wunderbar im Bereich Facebook Custom Audience genutzt werden. Das passiert schon sehr, sehr häufig, aber im Prinzip kann sie natürlich auch außerhalb von Facebook über RTA genutzt werden. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Bereich, wo wir jetzt einige Tests gefahren haben, und das scheint nach dem, was wir derzeit sehen, ziemlich skalierbar zu sein. Ja? Und das ist ja gerade das Charmante, weil ich bin im Prinzip immer auf der Suche nach Dingen, die halt nicht nur für Zalando funktionieren, weil halt die Werbemittel gut sind, die Brand bekannt ist und so weiter, sondern die auch für irgendein Startup, was gerade losläuft, oder für eine relativ unbekannte Marke funktioniert. Und das ist ein Ansatz, wo wir derzeit sehen, das funktioniert bei noch nicht 9 von 10 Kunden, aber das funktioniert schon mal bei zumindest mal mehr als 50% der Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das, obwohl wir da noch relativ am Anfang sind, was eigentlich die Wirkungsprinzipien sind. Und das ist für mich eigentlich ein sehr spannendes Ding, was ich euch mitgeben wollte, weil ich glaube, das ist ein Bereich, wo, wenn man das gut macht, man sich einen sehr, sehr dauerhaften Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann. Also für uns ist das eine der Kernerkenntnisse gewesen, zu sagen, okay, in dem Bereich CRM, RTA in Verbindung mit Facebook Custom Audience, in Verbindung mit Mobile Push Notifications, in Verbindung mit eBay, das zu orchestrieren, das ist ein Feld, wo wir großes Potenzial sehen und was für Außenstehende nicht zu replizieren ist oder sehr, sehr schwer zu replizieren ist. Und das ist eigentlich immer, wenn man sozusagen nochmal an das da glaubt, eigentlich ein ganz wesentliches Kriterium dafür, auf welche Themen sollte man sich eigentlich konzentrieren, weil das sichert Wettbewerbsvorteile, wenn man es gut macht. Vielleicht nochmal ein Thema zum Bereich CRM insgesamt. Das habe ich mal irgendwie, was ich vor 3-4 Wochen gesagt, CRM ist the new SEO. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist nicht, dass SEO irrelevant ist, aber was wir relativ stark sehen ist, dass so 2007, 2008, auch bei Rocket und so weiter, haben wir immer irgendwelche Geschäftsmodelle gemacht und letztendlich sollten die immer profitabel werden, wenn dann der SEO-Traffic kommt nach einem Jahr oder anderthalb. Das war eigentlich immer so die Überlegung. Ne? Alles andere machen wir plus minus null und dann kommt SEO und schiebt das ganze Ding in die Profitabilität. So. Und das ist mittlerweile aus einer Vielzahl von Gründen eine deutlich schwierigere, langfristigere, nervigere, arbeitsintensivere Angelegenheit geworden. Das heißt, man sieht eigentlich bei vielen offeneren Advertisern oder innovativeren Advertisern, dass Bestandskunden mittlerweile deutlich stärker in den Fokus rücken.
Und auch wenn er sich die Zalando-Zahlen mal genau anguckt. Wieso ist Zalando profitabel? Ganz wesentlicher Faktor natürlich, mal abgesehen davon, dass die auch sonst einen unglaublich tollen Job machen, ganz wesentlicher Faktor dabei ist Bestandskundenquote. Kriege ich die Bestandskundenquote und die Repeat Purchase Rate, kriege ich die nach oben? Weil das letztendlich das ist, wo ich eine geringe Marketingkostenquote habe, die dann hoffentlich, wenn dieser Anteil von Bestandskunden groß genug wird, die gesamte Company in die Profitabilität schiebt. Und das ist eine sehr, sehr verteidigbare Position. Das heißt, CRM ist mittlerweile für uns, hat nicht SEO ersetzt in der Suche nach Profitabilität oder struktureller Profitabilität, sondern aber ist zumindest mal eine ganz wesentliche Ergänzung, die wir viel, viel früher angehen als vorher. Und ich glaube, das ist auch nochmal etwas, wenn wir uns Companies angucken draußen, was viele Companies immer noch sträflich vernachlässigen, ihre Bestandskundendaten sauber aufzubereiten und so weiter. Weil viele reden von Big Data und so weiter. Das ist alles nicht Big Data, das sind alles strukturierte Daten, die liegen da, die muss man vernünftig zusammentragen, verarbeiten und das hat mit Big Data überhaupt nichts zu tun. Da geht es einfach um die Nutzung von strukturiert vorliegenden Daten in Actionable Insights, ob ich jetzt E-Mails schicke, Facebook Custom Audience und so weiter. Und da liegt ein Riesenpotenzial, was zumindest nach dem, was wir so sehen an Companies, auch bei etablierteren Companies, noch völlig untergenutzt ist. Und das war für uns so ein bisschen der Anlaufpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn ich einen Vorteil gegenüber den High-Deep-Reach-Login-Plattformen habe, dann die Kenntnis der für mich ganz spezifisch oder auf mich als Advertiser ganz spezifisch gerichteten Handlungsweise meiner Kunden. Das kennt sonst keiner. Also muss ich da eigentlich schauen, dass ich das maximal nutzbar mache. Das war eigentlich die Idee. So, und dann ist natürlich die Frage, boah, wenn ich jetzt irgendwie 200.000 Bestandskunden habe, wie skalierbar ist das denn und wie viel Geld kann ich da ausgeben? Weil letztendlich geht es natürlich auch darum, das Maximale an Marketing-Spend zu deployen, wenn es halbwegs sinnvoll ist. Und das ist natürlich die Schwierigkeit. Ich kann natürlich nur, genau wie bei Retargeting, ich kann nur Leute retargeten, die ich vorher eingekauft habe. Und hier ist es noch schlimmer. Ich kann natürlich nur Leute mit CRM-Maßnahmen versehen, die vorher bei mir mal irgendwas gekauft oder irgendwas in die Richtung gemacht haben. So, das heißt, das Ganze ist natürlich nur so bedingt skalierbar. Aber, und das ist eigentlich ganz spannend, kann man sich wieder von Facebook inspirieren lassen und die ersten Entwicklungen, die man auch sieht bei Twitter und Pinterest, gehen genau in die gleiche Richtung, dass letztendlich versucht wird, genau aus diesem Grund zu sagen, ich habe ein Kern-CRM, wo ich einfach Bestandskunden anspreche auf Basis der Eigenschaften, die ich denen zuweise. Und das ist eben das Spannende. Ich kann das per E-Mail machen. Ich kann das machen per Push-Notifications. Ich kann das machen per Facebook Custom Audience. Ich kann das machen per SMS. Ich kann theoretisch auch Offline-Anstöße schicken. Wer das mal bei Zalando gesehen hat, Zalando arbeitet sehr, sehr viel mit Offline, aber auch in der Otto Group wird sehr, sehr viel mit Offline gearbeitet und alles andere als unerfolgreich. Und das, obwohl die durchgerechneten TKPs von Offline-Anstößen ein paar hundert Euro betragen. So, aber das funktioniert, wenn man eben die Kunden entsprechend selektiert hat. Und das ist ja immer das Kernwissen der alten Katalogversender. Wie mache ich Offline-Anstoßketten? Sehr, sehr spannend. So, aber was sozusagen jenseits von dem Kern-CRM eine sehr spannende Entwicklung ist, und das sieht man 1:1 bei Facebook, ist das, was ich hier unter 2b Lookalike-CRM beschrieben habe. Das ist ja genau die Lookalike-Funktion bei Facebook, die ihr sicherlich auch alle schon mal genutzt habt, die natürlich eine ziemliche Blackbox ist. Ja, da habe ich irgendwie so einen Prozentregler, den ich so ein bisschen hin und her schieben kann und dann auf irgendwie mirakulöse Weise findet mir Facebook ähnliche Nutzer. Aber, wer das von euch mal ausprobiert hat, das funktioniert natürlich nicht so gut wie Custom Audience, aber es funktioniert hinreichend gut und skaliert natürlich nochmal diesen Ansatz, weil wenn ich weiß, für die und die Kunden funktioniert CRM bei mir auf Facebook oder Custom Audience bei mir auf Facebook, da kann ich zumindest mal sagen, mit einem gewissen Conversion oder Qualitätsabschlag wird auch Lookalike-Targeting funktionieren, das macht das Ganze natürlich nochmal skalierbarer. Und ein weiterer Ansatz, der letztendlich natürlich auch möglich ist auf Basis der gleichen Infrastruktur, ist das, was ich hier mal mit 2a unter Engagement CRM bezeichnet habe. Weil letztendlich ist das ganze Thema Retargeting oder Warenkorb, Abbrecher, Mails oder all sowas, sind alles Dinge, die liegen noch vor dem CRM. Deswegen habe ich das hier mal Engagement CRM genannt, weil das halt Themen sind, wo der Nutzer noch kein Kunde ist, immer noch der User ist, aber wo er schon ein gewisses Interesse gezeigt hat, was darüber hinausgeht, einfach mal meine Website zu besuchen. Und all diese Trigger kann ich theoretisch natürlich auch selbst bedienen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Es gibt ja sehr, sehr schöne Tools, mit denen man das alles machen kann. Wenn man einmal den Ansatz
geschaffen hat oder die Infrastruktur dafür geschaffen hat, eigene Bestandskunden per RTA und so weiter anzusprechen, kann man theoretisch auch diese Engagement-CRM-Themen selbst machen. Bis hin zum Retargeting. Und das hat natürlich den riesen Vorteil, dass man sich eine Bestandskundenbasis schafft, die nicht nur Nutzer enthält, die wirklich was gekauft haben, sondern eben auch Nutzer enthält, die vorgelagertes Interesse haben. Das heißt, der Funnel wird nochmal deutlich größer. Ja? Und wenn man an das Thema hier glaubt, haben wir auch gerade bei dem Panel gehört, Gestaltung der User Journey und so weiter, dann fängt ja die User Journey nicht erst beim Kauf an, sondern liegt eben gerade vorher. Und ich glaube ganz, ganz fest dran, dass mittelfristig die erfolgreichen Advertiser diejenigen sein werden, die die kompletten Daten entlang dieser kompletten Interaktionskette proprietär bei sich haben. Und zurzeit, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann haben die allerwenigsten. Ne? Und Amazon hat das natürlich sozusagen, aber dann wird es auch schon eng, weil die meisten alle mit irgendwelchen Dritttools zusammenarbeiten, wo die Tools als Blackbox drin liegen. Eigentlich sehr unbefriedigend. So, also nochmal zurück hierzu. Das ist im Prinzip die Idee zu sagen, okay, ich versuche meine Bestandskundendaten so aufzubereiten, dass ich die ganzen Kanäle, die sich jetzt aufgetan haben in den letzten 3-4 Jahren, Mobile Push Notifications, Facebook Custom Audience, Real-Time Advertising, mit dem gleichen Ansatz zu erschließen, wie ich früher E-Mails oder wie ich nicht nur früher, sondern immer noch E-Mails an Bestandskunden verschicke. Und ich nutze quasi den gleichen Weg, den Facebook gegangen ist, in Lookalike, außerhalb von Facebook. Und das ist wahrscheinlich dann sogar der 2B-Schritt, versuche mich auch noch systematisch weiterzuentwickeln Richtung Engagement-CRM. Das ist zumindest für uns intern oder das, was ich mir vorgenommen habe für die nächsten paar Jahre. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschäftigung. Aber das Spannende ist, wenn man das machen will, brauchen wir eigentlich für alles die gleiche technische Infrastruktur. Und da gebe ich total recht, da war ich auch gerade hier auf dem Panel. Man muss nicht immer so viel über Technologie reden. Die spannende Frage hier, die ganze Technologie, die man dafür braucht, die gibt es eigentlich schon. Die gibt es auch von mehreren Leuten. So, das ist eigentlich nicht der entscheidende Faktor, sondern das Entscheidende wird hier sein, die Modelle dahinter, die letztendlich sagen, welchem Nutzer zeige ich was, in welcher Frequenz, in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Preis, sinnvollerweise, damit er vernünftig konvertiert oder wiederkommt. So, und das ist eine inhaltliche Frage, eine konzeptionelle Frage. Und das wird letztendlich die Frage sein, die entscheidet. Und es ist letztendlich egal, ob ich dafür Double-Click, irgendwas Eigenes gebaut ist oder irgendwas in der Richtung nehme. Ich glaube, halt wichtig ist nur, dass ich die Datenhoheit habe. So, jetzt ist natürlich das Problem bei diesen ganzen CRM-Maßnahmen, und das soll das Chart hier ausdrücken, nicht alle CRM-Maßnahmen haben den gleichen Preis. Total ärgerlich. Ja? Das heißt, Facebook ist ja eigentlich super, weil die auf meinen Kundendaten, die ich mühsam erhoben habe, eine relativ hohe Media-Fee nehmen für das, dass ich meinen Kunden irgendwelche Sachen anzeige. Ist ja eigentlich ganz spannend. Ne? So, das heißt, letztendlich muss man sich überlegen, in welcher Reihenfolge bearbeite ich eigentlich Bestandskunden? Weil das sind jetzt verschiedene Methoden, um Bestandskunden anzugehen, die jetzt alle schon zur Verfügung stehen und die halt mit verschiedenen Preispunkten verbunden sind. Ich glaube, man darf einen Fehler immer nicht machen. Man darf bei allen Mediakanälen, da geht es nicht nur um CRM, sondern generell um Mediaeinkauf, wenn man den realen TKP von so einer Maßnahme bewertet, darf man nicht immer nur den Mediapreis dafür bewerten, sondern man muss natürlich auch sehen, was kostet mich der Versand oder Ad-Server und was kostet mich auch die Konzeption und die Herstellung der Werbemittel. Ja? Weil gerade im CRM-Bereich, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil anders als bei dem schönen Criteo-Use-Case, wo ich irgendwie eine Produktdatenbank habe und dann sehen die Leute die Produkte, die da irgendwie passen, muss ich mir hier wirklich Gedanken machen, was zeige ich welchem Kunden. Und je granularer ich das machen will, wird das echt nervig und relativ viel Arbeit. So, und das muss man theoretisch natürlich auch da einfließen lassen. Aber jetzt mal unabhängig davon, wenn man sich die verschiedenen Möglichkeiten anguckt, ist das eigentlich so eine Art Wasserfall oder Kaskade, wie man Kunden angehen kann und sagen, okay, das Billigste ist natürlich, ich personalisiere meine eigene Website, was ich theoretisch auch auf derselben Datenbasis machen kann, weil wenn ich weiß, dass es ein Kunde, der so und so ist, kann ich natürlich auch meine Kunden, meine Website daraufhin personalisieren. Die nächste Stufe ist in der Regel E-Mail, Mobile Push Notifications, kann man sich jetzt streiten, ob das jetzt teurer oder billiger ist als E-Mail, aber darum geht es auch letztendlich nicht. Es geht nur so um generelle Größenordnung. Theoretisch kann ich natürlich auch Leuten noch SMS schicken, es funktioniert zum Teil erstaunlich gut. Dann kommt Facebook Custom Audience und wahrscheinlich auf einem ähnlichen Preispunkt, das ist zumindest das, was wir jetzt derzeit beobachten, ist man im Bereich RTA CRM unterwegs, wo man dann ganz normal über einen DSP auf Bestandskunden, wenn man die vorher in einem DMP verfügbar gemacht hat, Banner schaltet, wie man das bei einer E-Mail auch macht.
Und wie gesagt, das funktioniert erstaunlich gut, ist aber relativ teuer. Das heißt also, was wir jetzt gerade machen, ist, dass wir das eigentlich nur einsetzen, wenn wir das für hochwertige Kunden nutzen oder wenn Leute auf alles andere nicht mehr reagieren. Ja? Also das stelle ich gleich nochmal vor. Aber was ganz spannend ist, und das sollte man durchaus nicht außer Acht lassen, auch Offline-Anstöße oder auch mal Leute anrufen, funktioniert erstaunlich gut. Auch wenn natürlich die TKPs davon sehr, sehr hoch sind. Das heißt, das kann man nur machen für stark monetarisierende Geschäftsmodelle. Aber ich bin ja großer Online-Verfechter trotzdem oder Digital-Verfechter. Trotzdem sollte man die Offline-Anstoßmöglichkeiten nicht außer Acht lassen. Die sind trotz zum Teil von absurden TKPs insbesondere natürlich sehr gut geeignet, um Kunden zu reaktivieren, die sonst gar nichts mehr machen. Kann man auch wieder sehen, bei Zalando oder auch bei Otto macht das relativ regelmäßig, dass Kunden mit sehr teuren Offline-Anstößen nochmal reaktiviert werden. Und auch das klappt erstaunlich gut. So, das ist einfach mal eine Illustration dessen, RTA-CRM ist spannend, aber ist relativ teuer. Wie setzt man das jetzt ein? Und das ist jetzt mal die nächste Frage. Und das ist jetzt auch mal ein konkreter Use-Case, bisschen stilisiert, wie wir sowas einsetzen, um das einfach mal zu demonstrieren. Wir sind auch gerade dabei, sozusagen für uns da selbst ein Tool zu bauen, was genau diese Orchestrierung macht. Ja? Das heißt, letztendlich, was man macht, ist, man nimmt ein ganz normales Kundenprofil, ein ganz normales Kundensegment. Ich habe das jetzt mal Frieda und Fritz genannt. Frieda hat einen hohen CLV, also einen hohen Lifetime Value, kauft primär reduzierte Ware und ist ein Mobile App User. Das heißt, ich kann im Prinzip die Leute ansprechen. Und was wir dann halt machen ist, weil das ein High-CLV-Nutzer ist, dass wir eine relativ teure Maßnahme, weil die sehr, sehr gut funktioniert, eine High-Bit-RTA-Kampagne fahren. Weil das ist das Problem im RTA-Bereich. Man läuft natürlich gegen die ganzen Retargeter und so weiter. Das heißt, man kommt da häufig nur zum Zug, weil man wirklich mal ein bisschen höher geht. Aber für Bestandskunden kann das durchaus Sinn machen. Und sagt, okay, ich spreche den mal an, Frequency Cap 4, 24 Stunden und zeige ihm mal ein relativ großformatiges Werbemittel zum relativ hohen Preis. Und wenn das nicht funktioniert, kein Klick innerhalb von 24 Stunden, dann kriegt er eine Push-Notification in seiner App. Also das ist genau die Idee, wo ich sage, okay, ich fange letztendlich an, CRM-Kanal übergreifend Leute anzusprechen. Das ist letztendlich die Idee, wie sie auch ein Responses oder ein Unica, die Älteren unter euch erinnern sich, zum Teil auch in der Offline-Welt schon seit Jahrzehnten machen und das im Prinzip für die neuen Digitalkanäle. Und das ist aus unserer Sicht ein sehr, sehr spannender Bereich, weshalb wir auch sagen, okay, dafür werden wir eine eigene Infrastruktur entwickeln, die genau solche Sachen kann. Weil was man zurzeit sieht, was ist das Problem zurzeit? Zurzeit hast du ein Display-Team, was dann von mir aus die RTA-Kampagne fährt, hier den Anstoß 1, und dann hast du ein Mobile-Marketing-Team, was eine Push-Notification an Nutzer schickt, und dann hast du vielleicht noch ein CRM-Team, was derzeit die E-Mails schickt. Das heißt, du hast drei Leute, die völlig unabhängig voneinander, im schlimmsten Fall, auf den gleichen Nutzer irgendwelche Kampagnen fahren und die auch isoliert miteinander optimieren. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Fritz ist im Prinzip genau dieselbe Soße, mit einem riesen Unterschied. Fritz ist ein schlechter Nutzer, der kauft nicht viel und deswegen kriegt er zuerst die E-Mail, ja, weil das Billigste ist. Siehe das hier. E-Mail ist das Billigste. Außer Fritz würde sich sowieso auf der Website rumtreiben. Das heißt, Fritz kriegt zuerst eine E-Mail. Und nur wenn er darauf nicht reagiert, dann hoffe ich halt, dass Criteo und Socialmantic mich durchlassen. Im zweiten Anstoß. Und dann zeige ich ihm halt eine Frequency Cap 2, 24 Stunden Kampagne. Und dann kommt halt das nächste. So. Und was wir jetzt sehen ist, dafür braucht man ein orchestrierendes System. Wo ich aber fest dran glaube, dass jeder daran arbeiten sollte. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung halte ich für absolut unerlässlich, weil das der einzige Vorteil ist, den du als Advertiser hast. Die Nutzung deiner Bestandskundendaten in genauso einer Art und Weise. So, wie kann man das jetzt machen? Jetzt kommt ein etwas komplizierteres Bild. Das ist so der Versuch, wie wir gerade dieses Thema bearbeiten. Zumindest mal schematisch, das sieht da leider etwas strukturierter aus, als es in der Praxis ist. Ein ganz wesentlicher Grundsatz ist bei dem ganzen Thema, wir versuchen, soweit es geht, und das kann ich auch jedem nur raten, auf bestehende Systeme zurückzugreifen. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Weil wenn man jetzt versucht, den E-Mail-Provider auszutauschen und so weiter, alles total nervig. Das heißt, was wir letztendlich versuchen ist, wir versuchen, Behavioral-Daten, also Web-Tracking-Daten zusammenzuholen, alle Transaction-Daten, dann die bestehenden Bestandskundendaten. Und das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt,
gegebenenfalls auch Third-Party-Daten zuzukaufen. Habe ich ja ganz am Anfang gesagt, Third-Party-Daten im Bereich Performance-Marketing, Neukundenakquise, häufig zu teuer, damit sich das rechtfertigt. Im CRM-Bereich ist das anders. Ja? Nochmal kurz vor 10 Minuten oder 5 Minuten, da rechnen sich zum Teil halt TKPs, die deutlich im zweistelligen Bereich sind, auch im Digitalbereich. Und dann macht es auf einmal auch keinen Unterschied mehr, ob ich dann auf einmal für 2 Euro mir einen Datenpunkt von irgendeiner Dating-Plattform oder sonst irgendwas zukaufe. So, und das ist eigentlich ganz charmant. Das heißt, man kann durchaus drüber nachdenken, ob man nicht anfängt, auf Marktplätzen als IOTA oder mit Excelate Datenpunkte zuzukaufen, die einem ermöglichen, den CRM-Bereich nochmal besser zu machen, Third-Party-Data. Und das ist im Performance-Bereich häufig prohibitiv teuer. Hier ist es das nicht. Und das ist sozusagen der letzte Punkt da unten. Dann packe ich den ganzen Kram zusammen, versuche das irgendwie halbwegs nutzbar zu machen. Ganz wesentliches Element dabei ist das, was da in der Mitte steht. Ich muss, damit ich es für RTA nutzen kann, halt in irgendeiner Form mit meinem DMP, oder ich muss überhaupt erst mal ein DMP haben. Ja? Viele haben kein DMP, wobei die meisten Bidder oder DSPs, die draußen rumkreuchen und fleuchen, haben zumindest mal eine gewisse Basis-DMP-Funktionalität. Also wenn man da mal mit seinem Dienstleister spricht, die meisten können das. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man seine eigenen Bestandskundendaten da rein? Gibt es verschiedenste Methoden, würde jetzt so weit führen, das hier zu erläutern. Aber das ist natürlich die Voraussetzung. Ich muss in großer Regelmäßigkeit meine Bestandskundendaten und die Veränderungen dessen in irgendeiner Form in den DMP laden, der dann wiederum natürlich synchronisiert sein muss mit dem Bidder oder mit dem DSP, damit das funktioniert. So, aber das ist alles Technologie, das geht alles, wenn man mit Leuten spricht, die damit auskennen, ist das kein großes Problem. Die kernentscheidende Frage bei dem ganzen Thema, das kam ja gerade auch raus, ist eigentlich das, was ich hier unter Optimierungslayer genannt habe. Was sind eigentlich die Modelle, die funktionieren? Weil, und das ist eigentlich genau das, was Facebook und Google so brillant machen, es kann eigentlich jeder Vollidiot in Facebook und Google erfolgreich Kampagne buchen, weil sie es halt so einfach gemacht haben. Und relativ viel von den Fehlern, die Leute machen, Frequency Caps, Aussteuerung, in irgendeiner Form komische Zeitenaussteuerung und so weiter, all diese Fehler nimmt natürlich ein gutes Aussteuerungssystem wie GDN und so weiter, filtert das alles raus. Das ist hier nicht der Fall. Ja, also wenn hier jemand davor sitzt, der nicht so wahnsinnig begabt ist für dieses Thema, dann schlägt das voll durch auf die Performance, weil halt nichts abgefangen wird. Aber das ist gerade das Spannende, glaube ich, aus meiner Sicht, weil man dann natürlich wieder die Möglichkeit hat, sich zu differenzieren. Also wieder die Story von gerade, von Anfang an, da steckt ein ganz, ganz wesentliches Differenzierungspotenzial, wenn man in der Lage ist, die Bestandskundenansprache gut zu machen. Und wofür kann man das nutzen? Und das ist aber die letzte Stufe hier, Execution Output, das, was ich gerade beschrieben habe, E-Mail, Mobile Push Notifications und so weiter. Das heißt, ich kann CRM auf verschiedenste Weise an meine Bestandskunden ausspielen und ich kann natürlich mit der gleichen Datenbasis theoretisch auch meine Website personalisieren. Also eigentlich ein sehr spannendes Ding. Und aus meiner Sicht, jeder, der ein transaktionales Geschäft betreibt, in einem halbwegs kompetitiven Markt, wird bei sowas abenden müssen, früher oder später. Und wenn man mal guckt, ganz realistisch, wo die meisten Leute stehen, da sind gerade diese ganzen, das was ich hier als Layer, User und Business Data, das liegt in mindestens 3 bis 6 bis 10 Systemen und je älter die Companies sind, sogar noch schlimmer. Und das ist das Riesenproblem. Und wenn man das nicht gefixt hat, und ich glaube, das ist sozusagen auch noch das viel größere Problem im Vergleich zum Optimierungslayer. Das Schöne bei diesen ganzen Startups, mit denen wir uns beschäftigen, die haben zumindest dieses Problem nicht. Das kann man von Anfang an so machen, dass es halt nicht der Fall ist. So, aber das muss man dringend angehen, dass alle alten Companies, und da rede ich selbst von dem eBay, ja, alle alten Companies haben das und die ganzen Katalogversender natürlich nochmal viel schlimmer, sind gar nicht in der Lage, das zu machen, weil die Daten gar nicht in dem Format vorliegen, dass sie überhaupt sinnvoll aggregiert werden können. Das muss man zuerst lösen. Und dann im Vergleich dazu ist die Aufgabe, hier einen Optimierungslayer da drauf zu legen, der das dann aussteuert, vergleichsweise gering. Aber wie gesagt, ich glaube fest dran, wenn man das nicht löst, wird man zumindest in einem Markt wie Deutschland, UK und so weiter auf Dauer nicht kompetitiv sein. Weil das ist genau das, was ein Zalando macht, was ein Amazon macht, was jede professionelle Dating-Plattform machen wird und so weiter. Da geht der Weg hin, das heißt, das ist der Benchmark und da muss man sich dran orientieren. Es sei denn, es ist eine Marke wie ein Adidas oder sonst irgendwas, dann kann man wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger Energie oder Sophistication durchkommen.
für alle, die nicht das Glück einer starken Marke haben, wird das genau darauf hinauslaufen. So, letztes Ding. Wie immer, der Teufel steckt im Detail. Es gibt noch ein paar Aspekte, die es zu erläutern gilt. Wie viel Zeit habe ich noch, Uli? 5. Okay, dann machen wir es kurz. Wo hängt man das auf? Habe ich gerade schon gesagt, Schwierigkeit, man wird das, derzeit hängt das in verschiedenen Abteilungen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie bildet man das organisatorisch ab, dass das nicht nur vom System her funktioniert, weil, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, gerade schon im Panel angesprochen, das ist keine technologische Systemfrage primär, sondern wie bildet man das in der Organisation ab. Das wird nur gehen, wenn man ein funktionsübergreifendes Team hat. Sinnvolle Infrastruktur, wie gesagt, aus meiner Sicht, Technologie dafür ist da, die muss man nicht selbst bauen. Zumindest nicht im ersten Schritt. Wenn Zalando oder Amazon das selbst bauen, völlig klar, das macht Sinn. Aber ein mittelgroßer Advertiser muss das nicht selbst bauen. Der nimmt am besten Drittkomponenten und konzentriert sich dann darauf, diesen Logik-Layer, den Optimierungs-Layer, das gut zu machen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute, ich bin auch ein großer Freund von proprietärer Technologie und alles irgendwie in-house und so weiter. Aber ich glaube, man muss sich wirklich überlegen, an welchen Stellen steckt hier der Mehrwert. Und einen Bidder zu bauen, ist, oder eine eigene Tracking-Lösung zu bauen, das wollen auch einige, eine eigene Tracking-Lösung, das ist ein hochkomplexes Problem, mit dem man aber eigentlich keine Mehrwerte hebt. Ja, weil man müsste ja mindestens so gut sein, wie jetzt die Webtracks, Google Analytics Premium und so weiter, echt schwer. Das heißt, immer auf das konzentrieren, wo der Mehrwert steckt, und das ist in diesem Fall die Logik, die Messages, der Content, die Kundensegmentierung. Das ist hier der differenzierende Faktor. So, man muss sich sicherlich überlegen, wie geht man hier vor, was das Kanalmix angeht, haben wir gerade schon ein paar Sachen zugesagt. Sinnvolle Trigger-Events ist auch ein Thema, wo fängt man an, Leute vernünftig zu targeten. Und dann sicherlich nochmal der letzte Punkt, geeignete Optimierungsansätze. Was wir jetzt gerade versuchen, und das halte ich auch für den einzig richtigen Weg, man hat ja die Wahl, entweder einzelne Kanäle zu optimieren oder eine gesamte Kette zu optimieren. Und diese gesamte Kette von Events, die ein Kunde sieht, die dann hoffentlich zu einer Conversion führen, ist natürlich ein deutlich schwierigeres Optimierungsproblem, als eine E-Mail-Response zu optimieren, eine Facebook-Custom-Audience-Response zu optimieren und eine Mobile-Push-Notification-Response zu optimieren, weil das isoliert ein relativ einfaches Optimierungsproblem ist. In der Kette relativ schwer, aber ich glaube, gerade die Kette macht den Unterschied. Und noch ein ganz wesentlicher Punkt, Direct Response versus Total Response. Und da fand ich, wer letztes, vor 2 Wochen bei den Online-Marketing-Rockstars war, exzellenter Vortrag von einem Kollegen namens Vaynerchuk, ganz früh morgens, wenn er schon wach war. Und das war für mich auch nochmal ein ganz klares Signal. Wir machen viel in der Performance-Marketing, denke, was gut klickt oder gut konvertiert, das wird bei uns als gut oder gut performant angesehen. Und was er nochmal klar gesagt hat, und das fand ich, ist zwar total klar, aber muss man sich trotzdem immer wieder vor Augen führen. Fake-Werbemittel sind zum Beispiel im Dating-Bereich Werbemittel, die eine sehr, sehr gute Performance zeigen. Aber natürlich die Total Response, sprich, wie reagieren Nutzer drauf, wenn sie eigentlich aufs Glatteis geführt werden und so weiter, dass die Total Response darauf, also das, was dann an indirekten Effekten zeitverzögert auftritt, an Verärgerung, dass das wahrscheinlich die direkte Performance überkompensiert. Und das machen sich viele, glaube ich, nicht so richtig klar. Ich meine, wir haben so viele Plattformen kämpfen um Aufmerksamkeit eines Nutzers. Und das war ein weiterer sehr interessanter Aspekt bei dem Vortrag. Das heißt, man muss die wenige Aufmerksamkeit eines Nutzers, wo man die Chance hat, dass der drauf guckt, die muss man eigentlich um alles in der Welt positiv gestalten. Positiv gestalten. Und ein Fake-Werbemittel ist mit absoluter Sicherheit nicht positiv. So, und das heißt, das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo man sich Gedanken machen muss, wie misst man Performance, wie versucht man auch indirekte Performance-Auswirkungen oder Image-Auswirkungen in irgendeiner Form mit reinzumodellieren, ob irgendwas gut ist oder nicht. So oder so, man braucht bereichsübergreifende Zusammenarbeit und das ist leider kein einfaches Ding, sondern das wird ein längeres Projekt. So viel schon mal zu dem Thema. Wir arbeiten jetzt seit einem halben Jahr dran und da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen dran. Also wie gesagt, entwickeln da unser eigenes eine Infrastruktur, um genau das zu können. Ja, vielen Dank. Florian, vielen Dank. In meinem letzten Corporate Job als CSO bei der Comdirect Bank habe ich auch Träume gehabt in dieser Richtung. Das ist durchaus ein moderner Laden, ein Unternehmen, das etwas erreichen will, aber allein schon bei der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit, gar nicht zu reden von den Datensilos und historisch, wird es wirklich schwierig.
Wenn du dir dieses Gesamtbild anguckst, was glaubst du, welche Unternehmen, die du aus deinem Umfeld kennst, du hast transaktionsgetrieben genannt, welche Unternehmen sind eigentlich so im Zugzwang, dass sie gar nicht mehr die Zeit haben, jetzt noch zu sagen, ja, wir müssen uns ein bisschen sortieren, die Corporate Structure und wie wir das alles hinkriegen sollen, wo du einfach sagst, hört mal, liebe Leute, in diesem Marktsegment, in dieser Industrie, wenn ihr das jetzt nicht hinbekommt, werdet ihr in 2-3 Jahren ernsthaften Wettbewerbsnachteil haben. Gibt es da welche, die offensichtlich sind oder ist das wie ich einmal komplett quer? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Sophistizierungslevel, ne, das ist klar. Aber ich glaube, in jedem industrialisierten Land, in jeder kompetitiven Branche, also E-Commerce, Travel, wo halt einfach gute Leute unterwegs sind. Ne? Ich meine, du brauchst halt ein Booking.com oder ein Trivago. Die denken sehr wahrscheinlich so, oder bei einigen weiß ich, dass sie so denken. Und wenn du natürlich einmal Leute hast, die so denken, dann machen die natürlich für alle anderen das Leben extrem schwer. Ja? Alle Drittmarken-E-Commerce-Händler, ja, betrifft das natürlich genauso. Eigenmarken nicht in dem Maße, weil du natürlich sozusagen, wenn du eine Marke, eine starke Marke hast, dann kommst du mit relativ vielen Dingen durch. Aber sag mal, jeder Drittmarkenhändler, dessen Position wird zumindest mal nicht besser. Die Frage ist immer sozusagen, wie schnell geht das? Ja? Aber für mich ist immer nicht die Frage sozusagen, wie schnell ist der weg? Das ist für mich gar nicht die entscheidende Frage, sondern da liege ich immer falsch. Ich denke mal, das geht viel zu schnell. Ich denke mal, ich dachte auch bei Affiliate Marketing, das ist, dachte ich irgendwie, das ist 2007, ist das weg und so. Das ist ja nicht so. Sondern das dauert häufig viel länger. Aber ich glaube, was man sich immer fragen muss, ist der Trend mein Freund oder nicht? So, das ist für mich eigentlich die entscheidendere Frage. Und ich glaube, wenn ich so mich nicht verhalte, dann kann ich zumindest mal darauf wetten, dass meine Position in 10 Jahren nicht besser ist als heute. Und das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Weil wenn ich es dann realisiere, und auch andere Leute das realisieren, dann kriege ich meine Bude noch nicht mal mehr verkauft, weil halt keiner mehr den Schrott kaufen will. Das ist ja das Problem. Ne? Weil letztendlich in dem Moment, wenn ich realisiere, oh, meine Position wird wahrscheinlich nicht besser, dann werden Leute, die von draußen drauf gucken, das mit einer gewissen Zeitverzögerung auch merken. Und wenn ich bis dahin nicht die Hebel umgelegt habe, dann kann ich eigentlich nur, es gibt ja einige Leute, die jetzt ihr Kerngeschäft letztendlich sich verabschiedet haben, ne, ohne jetzt deinen Namen zu nennen, und das Geld an Rocket Internet geben. Das ist auch fein, ist auch genau der richtige Ansatz, weil solange ich noch Geld kriege, was ich irgendwo investieren kann, bin ich halt dann Investment Holding, dann mache ich kein operatives Geschäft mehr. Ne? Gibt es ja einige, die sich so verhalten, die sagen, operatives Geschäft ist echt schwierig, schaffe ich nicht. Da kommen wir aber nachher nochmal im Unternehmerpanel. Aber ich habe noch Geld, also wir nehmen auch noch Geld. Also wenn einer noch ein operatives Geschäft einstellen will, wir nehmen das auch sehr gerne. Fragen. Zu besseren Konditionen. Ja? Fragen aus dem Publikum. Wir können nicht so viel ausgeben, aber sonst nehmen wir es auch. Da gibt es gleich zwei. Hier vorne zuerst und dann Dr. Eickmeier hinten. Wow, das wäre echt schwierig hier zu gucken. Ja, Herr Heinemann, ich bin Executive Search Berater und Sie haben jetzt eine sehr schöne Frage gestellt, dass es hier eine bereichsübergreifende Lösung geben muss. Wer wird das denn leiten? Der CMO oder der CTO oder sind die beiden eigentlich aus der Generation von gestern? Weiß ich nicht, also meine Erfahrung ist eigentlich bisher, es ist keine Funktion des Alters, ja. Ist auch nicht unbedingt eine Funktion von Intelligenz, sondern ist einfach eine Funktion von, habe ich einen gewissen Zugang zu dieser Thematik, die auch eine gewisse technologische Komponente hat, die halt Leuten unabhängig von ihrem Intelligenzgrad zum Teil verschlossen ist. Und ich glaube, was man halt machen muss, man muss halt im Unternehmen 1-2 Leute finden, das ist eben die gute Botschaft, man braucht nicht viele. Wir nennen das immer Architekten, man braucht halt 1-2 Architekten im Unternehmen, die solche Dinge vordenken können. Und die können auch 25 sein, ne? So, und in der Regel sind die halt unter 30, das muss man fairerweise sagen. Ja? So, und ich glaube, Unternehmen tun sehr gut dran, das sieht man auch bei Collins zum Beispiel jetzt im Otto-Umfeld, da kriegen auf einmal irgendwie unter 30-Jährige ein sehr, sehr signifikantes Budget sagen wir, unter den Hintern geschnallt und machen da ganz hervorragende Arbeit. Und ich glaube, damit tun sich natürlich Großunternehmen sehr, sehr schwer. Weil letztendlich die Leute, die in der Lage sind, das hier vorzudenken, das lernt man ja nicht an der Uni, ne? Sondern das sind ja im Prinzip Leute, die eine gewisse praktische Erfahrung in diesem Bereich haben und denen dann auf einmal diese Dinge aufgehen und in der Regel wird es halt nicht der 50-jährige Vorstand sein. Ja, das ist schon fairerweise so. Und ich glaube, da kann der 50-jährige Vorstand nur sagen, wer ist der beste 25-Jährige hier in dem Laden, dem ich das Geld jetzt anvertraue. Oder er geht in den konsequenten Schritt und sagt, ich mache doch lieber Investment Holding und verabschiede mich vom operativen Geschäft, wenn ich den nicht finde. Okay. Ja. Frank Eickmeier.
Ja, Frank Eickmeier von der E-Privacy GmbH. Herr Heinemann, deshalb E-Privacy, Datenschutz, das ist mir noch nicht ganz klar gewesen, wie Sie das hinbekommen, die CRM-Daten in die DMPs reinzubekommen. Ja. Reden Sie über Anonymisierungsmodelle oder über Opt-ins? Also CRM-Daten habe ich ja hoffentlich das Opt-in. Ne? So, aber datenschutzrechtlich, ehrlich gesagt, das ist für mich eine nachgelagerte Fragestellung. Nicht, weil die nicht wichtig wäre, aber ich glaube sozusagen, alles, was sinnvoll ist, werde ich einen Weg finden, der datenschutzrechtlich okay ist und den beschreite ich dann eben. Das ist total wichtig, dass man das macht und ich finde, Sie machen auch einen super Job, ne? Also mit E-Privacy und so weiter, finde ich alles super. Aber ich glaube, in den Denkmodellen, ehrlich gesagt, mache ich mich erstmal frei von Datenschutz und überlege mir, was sinnvoll ist. Und dann überlege ich mir nachher, wie kriege ich das jetzt datenschutzkonform? Ich glaube, das ist der einzig sinnvolle Weg, weil ich glaube, die Diskussion, die wir in Deutschland führen, die geht immer so, da fängt man an zu denken und nach ungefähr 2 Minuten kommt ein Typ und sagt, Datenschutz. So, und dann hört das Denken sofort auf. Ja? Und ich glaube, das ist falsch. Weil ich glaube, wie gesagt, ich bin total dafür, dass Nutzer Kontrolle über ihre Daten haben sollten und so weiter. Also, dass das gar nicht missverstanden wird. Aber ich glaube, man muss erst mal denken und dann kann man das danach wieder einfangen, was ist moralisch nicht okay, was ist datenschutzrechtlich nicht okay. Aber ich glaube, man muss erst mal denken und ich glaube, und ausprobieren. Und das ist immer so gewesen. Ne? Also, Menschheitsfortschritt ist immer so gelaufen, Leute haben irgendwas gemacht und dann hat man irgendwann gemerkt, oh, das ist Mist und jetzt regulieren wir das. Da ist eine Atombehörde entstanden, so ist die UNO entstanden und so weiter. Und ich bin mir sicher, es wird irgendwann irgendeine digitale Regulierungsbehörde geben, die solche Sachen dann wieder einfängt. Und das ist auch der sinnvolle Weg. Aber ich glaube, wenn man schon von vornherein, also ich beschränke mich ehrlich gesagt da gar nicht. Also irgendwie kriegt man das dann immer hin. Und wir können natürlich auch als Startups, muss man auch fairerweise sagen, anders agieren als jetzt eine Otto Group. Ja? Weil im Zweifelsfall interessiert sich kein Mensch für das, was wir machen. Aber das ist eigentlich sozusagen immer das, wie wir vorgehen, erstmal denken, machen und dann fangen wir es wieder ein. Ich weiß, das ist natürlich nicht in Ihrem Sinne, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man hier Fortschritt macht. Na, pragmatische Ansätze haben Gott sei Dank durchaus Konjunktur in unserer Szene, nehme ich zumindest so wahr. Ja. So, solange ich nicht in den Knast komme, ne? Aber gut. Seit ungefähr einer halben Stunde wabern hier verführerische Essensdüfte rüber. Ich befürchte, Florian, wir müssen jetzt abbrechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.